Nach all den Kevins, Jonases und Nilses folgten noch ein paar Stefans, Aarons und Pauls. Aber irgendwie wurde das öde. Ellie sagte immer, Jasmin hätte zu hohe Ansprüche. Sie sollte das Leben nehmen, wie es kommt und nicht immer so große Erwartungen haben. Und irgendwie verblasste der Gedanke an Mr. Wright nach und nach in ihrem Kopf. Vielleicht war es ja alles eine große Lüge. Vielleicht waren die Märchen ihrer Kindheit nur eine grausame Fantasie gewesen, die jedem Mädchen erzählt wird, damit es später die böse Wahrheit erkennt und durch die Hölle geht für diesen dummen, dummen Traum. Mal ehrlich, Ladies. Wer von euch ist nicht mit dem Traum vom Prinzen aufgewachsen? Wer von euch wollte nicht mal eine Prinzessin sein? Um die die schönsten Männer des Landes werben? Wer von euch wollte nicht der einzige Grund für einen Mann sein, warum er überhaupt existieren wollte? War das wirklich alles Lüge? War das Leben so langweilig und grausam, wie es sich gerade darstellte? Arbeiten bis zum Umfallen? Irgendwann einen Typen kennenlernen, der schon irgendwie ganz okay war? Dann Kinder machen, weil es sich so gehörte. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist eigentlich schon alles gelaufen? Bei dieser Vorstellung lief Jasmin eine Gänsehaut über den Körper und sie schüttelte sich vor Grauen. Nein, das wollte sie nicht zulassen. Es gab ja schließlich einen Grund, warum es eben diese Märchen gab. Jemand hat sie einst geschrieben, weil er irgendwann einmal den Zauber einer Liebe oder den magischen Moment einer Begegnung erlebt hatte. Es wurde Zeit, dass sie ihr eigenes Märchen schrieb. Denn wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen. Also auf zum Abschlussball. Schließlich sollte heute die Creme de la Creme von Berlin versammelt sein.